Hallo und herzlich willkommen zu Geister Paper Geister Mario und die Legende vom Yonto. Ja, im letzten Part haben wir eigentlich gegen den Boss gekämpft und ja, der hat uns wahrscheinlich so ausgetrickst, dass wir diesen Schatten von Mario sind. Wir haben unsere Gestalt verloren und unsere Partner und ja. Und jetzt kommt es jetzt schon zwickernd. Diesmal kriegen wir die Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario in Notlage. Barbara, gib mir mal die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hast doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... Egal, ich will nicht mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir sonst blüht, Barbara. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lassen wir diese alte Trantüte hier. Okay, verschwindet. Okay, was hat das damit jetzt zu tun? Keine Ahnung. Es hat irgendwas zu tun, aber wir wissen nicht was. Wir gehen erstmal jetzt hier aus dem Spukabteil wieder raus. Hör mich schon gruselig ohne... Nein, ich will nicht kämpfen. Ich kämpfe gegen keinen Gegner alleine. Das habe ich mir im letzten eingespielt, also im letzten Spiel, das ich halt privat gezockt habe. Da habe ich den Fehler gemacht, dann auch alleine zu kämpfen und das bringt nichts. Wir werden sowas von immer auf... Man wird einfach... Okay, gegen Suse Dusen dürfen. Also ich kann sie mit Sprüngen besiegen. Damit der Kirk wenigstens auf. Ja, das war sehr gut. Power Dots auf den Susi. Sehr gut. So, der Kirk ist so verletzt. Oh, der lebt noch. Aha, und Power Hour. Das tut ihm mehr weh. Und das hat mir auch nicht wehgetan. Yes. Ganze 4 Sternpunkte für Schatten Mario. Ich nenne den Schatten Mario. Das hat schon so etwas. Ah, Münzen. Uah, ist so gruselig, so rumzulaufen. Er hat auf jeden Fall keinen Anzug mehr. Also damit hat er auf jeden Fall was gespart. Fleisch. Eishau. Wir gucken mal, ob was das jetzt bringt. Yes. Deine Susi-Dose ist weg. Nein! Wir sind jetzt in einer Endlosschleife gelandet, glaube ich. Zauber reduziert schon. Okay. Das war's. Schade. Zauberkraft ist erschöpft. Okay. Ja, muss ich noch mal dahin gehen und mir die Zauberkraft genehmigen. So in etwa. Oh, schon wieder. Komm. Ein goldener Suse-Duse direkt angreifen. Du bleibst hier. Die sind so selten. Verschwinden! Nein, der verschwindet. Oh, wow. Aber gut, jetzt musst du da runterleihen.
Nein, das hat wehgetan. Nein, ach, nur ein normaler Schaden. Okay. Schade. Schade. Ich hätte ihn gern gehabt. Ich hätte ihn gern in den goldenen Dusel-Dusel gehabt. Der ist nämlich... der bringt sehr viele BPs. Sternpunkte für BPs. Ist klar, Mark. Ist klar bei Eggie. Ich klar. So. Runter mit uns. So, da sind wir mit Schatten Mario. Ich räume mir schon mal ein. So, dann rollen wir weiter. So, er sieht uns wieder. Na. Oh. Ich habe keine Lust gegen euch zu kämpfen, Mann. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Nein, die können mich nicht in Ruhe lassen. Hier. So. Ich hab dich erwartet. Okay. Du bist Mario, oder? Ein schöner Name. Und dein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben. Ey, gib mir meinen Körper zurück. Hast du es gemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Namen und Körper können zunehmen reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb habe ich dich erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es zu einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, gebe ich dir Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also denk nach, wie heiße ich wohl? Vielleicht Idiot? Idiot? Idiot. Ja, mit einem Herzchen. Idiot. Heißt der Idiot. Daneben, was für eine groteske Idee. Ich werde dich auslöschen. Haha, und versuche ja nicht zu fliehen. Ich glaube, ich krieg ihn nicht geschlagen. Ich verschwinde lieber. Ich brauche Power. Tschüss. Lauf. Feigling, einfach abzuhauen. Ja, soll ich schon machen, ne? Wir sind wieder in Düsseldorf. Hey. Jetzt, wo der Geist vernichtet, bin ich eigentlich überflüssig hier. Aber ich werde das so weiterhin bewachen. Manchmal laufen seltsame Gestalten, solche wie du zum Beispiel. Du scheinst mir ein ziemlich finster Gestalt zu sein. Ich bin Mario, Mann. Na, der Fluch ist gebrochen, weil Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und der blaue Aurora, ein hinreißender Mann. Du sollst dir ein Beispiel an ihn nehmen. Wenn die wissen, dass ich Mario bin. Wenn es nach mir ginge, dann schon lieber ein Krähe als ein Schwein. Eine Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein gibt's vielleicht Flügel. Der Fluch ist gebrochen. Dieser Mario ist ein wahrhaft ungewöhnlicher Mensch. Oink, oink, verflixt. Es rutscht mir immer wieder raus. Okay. Der Itemladen hat geöffnet. Hey. Warum? Warum nur? Ich verstehe das nicht wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich diese Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Laden gekommen bin. Aber es ist nicht egal. Diese Madame war wirklich très gentil zu mir. Also ich besorge die Sachen und meine Lady ihr verkauft dann alles. Die Laden läuft, weil ein gutes Team sind. Also kauf, was du brauchst und verschwinde. Oh, und sie ruft vielleicht. Herzlichen Dank. Ja, ah, und hier brauchen wir. Einen brauchen wir definitiv. So. Es ist so gruselig. Okay, was ist so? Der Mond hat mich erhört. Ich bin nicht zum Schwein geboren. Weißt du eigentlich, wer auf dem Mond lebt? Mann im Mond? Du bist ja ein Tagträumer. Es ist richtig Romantik. Ein richtiger Romantiker, oder? Was wäre denn, wenn man Peach sagen würde? Nein, falsch hat. Prinzessin Peach, du bist ja ein Tagträumer, ein richtiger Romantiker, oder? Sollte uns das schon ein Hinweis geben?
die drei Mädchen bereisen die ganze Welt. Wir werden das Gefühl nicht los, als wären wir bis vor kurzem Schweine gewesen. Aber als Schwein wäre bestimmt noch viel bezaubernder. Mhm, ihr wart Schweine. Das ist die Mutti. Hey. Nur Mario haben wir es zu verdanken, dass unser Dorf wieder normal ist. Du solltest dich auch bei ihm bedanken, wenn du ihn siehst. Wenn die wüssten, dass ich Mario bin und nicht eine Schattengestalt, weil... Was ist denn los? Okay, ich sehe schon, wir müssen wieder helfen, wir müssen Gentleman-like sein. Also ich... Für mich sind Erinnerungen enorm wichtig. Auch meine Erfahrungen als Schwein werde ich nie vergessen. Wir haben schon das Gefühl, da sind Pumpkins, okay. Der Fluch ist gebrochen, hurra, wie wunderbar. Oh, ich werde ein Lied darüber schreiben. Also sagen wir immer, es ist unsichtbar, wie ein wandernder Schatten. Aber du bist unübersehbar. Dabei bist du doch auch ein wandernder Schatten, oder? Ja. Wie, ein Mann in Route mit so einem blauen Euro? Klar kann ich den, das ist Mario, der große Abenteuer. Bist du auch ein Abenteuer? Vielleicht. Willst du nicht eine Weile hier wohnen bleiben? Für einen Schatten wie dich ist das auch kein schlechter Ort. Mal schauen. Wohnt jemand hier? Hi. Oink, oink, oink. Was man einmal gelernt hat, muss man immer wieder üben. Wenn ich das nächste Mal ein Schwein werde, müsste ich vorbereitet sein. Was? Niemand wird mehr ein Schwein sein? Kannst du mich bitte für eine Weile in Ruhe lassen? Ja, kann ich. Sie wird jetzt heulen. Es kann kein Schwein mehr werden. Dann gehen wir mal. Oh! Oh, Mario, wir haben dir so viel zu verdanken. Das hier ist für dich. Lass es dir gut schmecken. Was machen alle da? Warum alle nehmen den? Mein Gott. Okay, Barbara. Hi, Barbara. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brutella mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Was ist sie überhaupt? Das ist die schon? Okay. Gucken wir mal gleich. Ich will noch mal andere Büsche. Ich will erstmal Büsche untersuchen. Dann ist das die beste Aufgabe, die beste Aufgabe, die beste Aufgabe. Nichts Besonderes. Außer nur eine Münze vielleicht. Nein, nicht meine Münze. Blöder Baum, ey. Trollbaum. Okay. Hier, Barbara. Meinst du das hier? Wird Barbara die Bombe auch finden? Du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Huch. Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Was? Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brutella sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas. Bombe repariert? Trösten. Danke, es geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann. Ach, komm einfach mit mir. Wie heißt du eigentlich? Ich? Was? Ich verstehe dich nicht. Ah, dein Name ist die geraubt worden? Kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll denn das denn bedeuten? Was soll das bedeuten? Ah, sehr gut. Ich weiß also. Jetzt bist du auch verletzt worden. Okay. Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jemand wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Brauchst du nicht, Leinert. Aber nein, mach dir doch um mich keine Sorgen. Meine beiden Schwestern quälen mich sowieso nur. Und du warst so nett zu mir. Ich möchte dir helfen. Und wir haben einen Kuss bekommen. Bitte. Barbara gehört zu deinem Team. Ich habe mal kurz geguckt, ob die Anzeige läuft. Ja, ich muss aber gleich mal nicht anmachen. Barbara hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie wird mit Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Wo sind die denn nur? Drücke X und beide werden wieder sichtbar. Im Kampf kann sie mit den Schatten die Feinde angreifen und anzünden. Mit Suchmisch werden beide unsichtbar und weichen so dem gegnerischen Angriff aus. Barbara ist süß. Barbara ist eine tolle Teampartnerin, finde ich. Und sie ist so nett. Zuerst müssen wir deinen Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also, was wir darüber in Erfahrung bringen können.
Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts keine Ahnung. In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid. Mit mir kannst du in ihren Gesprächen genauer verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas uns und weiterhilft. Also lass mich mit den meinen Kräften helfen. Wir haben Barbara in unserem Team. Barbara ist eigentlich voll süß. Ich finde sie eigentlich super. Aber in der Wirklichkeit wäre sie ein Mann. Ja. Und ich finde sie als Frau besser. Neulich habe ich mit Krakel aus Tutown geschattet. Der hat jetzt eine Glasfaserkabel für alle seine Leitungen. Ist ja super. Der kann ja jetzt 100 MB oder mehr ganz flott runterladen. Sehr viel. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann ich nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause, da muss man ja immer auf dem Laufenden sein. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht den verlieren gewinnen will. Okay. Komische Raben, ey. Alter, seit wann wissen Raben über Internet Bescheid? Keine Ahnung. Dann gucken wir mal hier nach. Die Probleme mit der Energieversorgung werden wirklich immer gravierender. Ja, da hast du recht. Bevor alle fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, was Kraftwerke. Am meisten erwarten die Menschen sicher von der Solarenergie. Seit wann wissen Rahmen so viel Allgemeinwissen und die Dorfbewohner nichts, Alter? Das sind ja First World Problems, die sie gerade besprechen. WTF, Rahmen, ihr macht mich... Ihr seid unheimlich. Krass, krasse Rahmen, ey. Muss man echt sagen. Oh, das ist auch noch ein Rabe. Dieser düstere, zweilichtige Welt. Vielleicht habe ich meine Flüge, um eines Tages von hier zu fliehen. Ah, okay. First World Problems. We are here. Okay, da sind zwei. Weißt du, unser Junge macht dieses Jahr Abitur. So groß ist der Kleine schon, unglaublich. Ich mache auch gerade Abitur, ey. Uninteressant, ne? Da sind Rahmen. Was sagt der denn eigentlich? Ich bin Schriftsteller. Auch in Düsseldorf reicht das Mond nicht zum Schreiben. Welche Art von Büchern magst du? Ich mag eigentlich Krimis und Fantasy. Fantasy. Vielleicht solltest du einmal etwas Sinnvolleres lesen. Nee. Krimis! Vielleicht solltest du etwas Sinnvolleres lesen. Liebesromane. Vielleicht solltest du etwas Sinnvolles lesen. Ja, Abenteuer. Vielleicht solltest du etwas Sinnvolles. Ist in Ordnung, komm. Wir sind im Baum. So. Ab geht's. Dieser Mario versteht er gerade beim Dorfvorsteher. Keiner hat gemerkt, dass er dieser Geist ist, der alle in den Schweine verwandelt hat. Die Menschen sind wirklich unglaublich einfältig. In dem Kellergewölbe der Spukabtei kann man den Namen des Geistes finden. Jedenfalls muss sich immer irgendwie seinen Namen merken. Sonst wirkt nämlich seine Zauberkraft nicht. Aber wenn jemand in seinen Namen sagt, liegt die Zauberkraft verloren. Ich bin ja gespannt, wie das noch enden soll. Hast du gehört, Mario? Die sagen, den Namen sind Kellergewölbe der Abtei versteckt. Mhm. Schauen wir uns mal dieses Keller einmal genauer an. Okay, dann gehen wir mal dahin. Nein, hey, ich hab dich erwartet. Jetzt geht dasselbe wieder los. Also bist du der Geist, der den Namen und den Körper gestohlen hat? Und irgendwie kommst du mir bekannt vor. Nun gut, mein Freund, auch dieses Mal bekommst du eine Chance. Wenn du errätst, wie scheiße, bekommst du den Namen. Wie heißt es denn wohl? Heißt du vielleicht... Loser? Aber diesmal mit einem... Stern vielleicht? Der Loser. Dann nehmen, was für ein großes Leben. Ja, jetzt kannst du Zeit zu fliehen, bla 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 bla. Alter. Come on. Kein Bock mehr auf dich. Ich muss mich heilen. Flucht. Pass auf, der kleine Schlitz. Oh, ich dachte schon. Fliehen. Feigling, einfach abzauen, ja. Ist auch gut so. Der hat uns hinter das Licht geführt.
Wir müssen schnell deinen Namen und deinen Körper wiederfinden. Okay, tu mal. Tutentun. Nein, Gumba, nein. Böser Gumba. Nein. Alter Gumba. Na! Oh. Wäre das einer, wäre ja kein Problem, aber nicht direkt. Nein, ich habe keine Lust zu kämpfen. Oh, ganze 10 Münzen verloren. Nice. Mir wundert, dass Barbara es nicht aufhört, dass wir Mario sind. Ja, aber ey. Zack. Dann gehen wir mal in den Wald wieder. Okay. Dann können wir ja nachher nach den Damen suchen. Vielleicht können wir ihn auch dann endlich besiegen. Jetzt können wir mal gegen so einen Suse-Duse wieder kämpfen. Mal gucken, was Gumbrina. Nein, Schatten. Pam, ganze 3. Wow, das tut weh. Nein, kein Erdbeeren. Powerhauer. Das müsste den richtig gut tun. Eine ganze 6, meine Freunde. Gumbrina. Ach, Gumbrina. Ich meine, Barbara könnte wehtun. Ja, tut auch weh. Richtig gut ist die. Die ist stark. Ich mag die unheimlich. Die ist sehr gut. Und Power Dots müsste es jetzt. Ach, schade, Mann. Ah, knapp wieder. So. Barbara, Schattenhieb, bitte. Irgendein Knopf jetzt. Als. Pam, ganze 3. Und der Sprung müsste reichen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ganze weitere 5 Sternpunkte. Barbara ist einfach gut und stark ist die. Die ist stark, die Barbara. Wenn man sie auflevelt, ist sie richtig gut. So. Na mal weiter. Wieder Suse-Duse. Angriff. Oh, ganze 4. Ach, schade. Ach, schade, daneben. Ach nein, wir sind eingeschlafen. Nein, wir sind auch eingeschlafen. Endlosschleife. Wir sind in der Endlosschleife. Aua, ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. Aua. Wir fliegen besser. Keine Chance. Das hat weh getan. Ich muss einen Superpilz essen. Da habe ich schon einen normalen Pilz. Nein, einen Superpilz. Jetzt. Damit haben wir jetzt wieder ein paar Leben mehr. Yes. Ist besser. Oh, Barbara geht's nicht gut. Ja. Ah. Oh, da ist ein Suseldose, ein Paralyse. Setzen wir mal Greg ein, auch den Schwörer, ne? Nein, das bringt nichts. Okay. Alter, getroffen. Wieder Endlosschleife.
Alter! What the fuck? Meine zwei Lebenspilze! Ich fliehe, ich muss mir Lebenspilze kaufen. Alter Schwede, haben sie Power. Sheesh, meine zwei Lebenspilze sind weg. Yes, das war auch toll. Was habe ich noch als Item? Ich muss vorher noch Items kaufen, bevor ich kämpfe. Brauche ich auf jeden Fall noch ein Oh Gott. Das ist echt Pech heute, Leute. Das war Pech. Schneller, schneller. So. Erstmal safe. So, wenn ich mal sagen, dann gehen wir mal in den Kellerabteil. Ich mache jetzt auch einen bösen Cliffhanger, habe ich auch vor. Einen bösen Cliffhanger. Alter, jetzt kommen die ganzen Käfer zurück. Eigentlich gut. Nicht schlecht, dass sie jetzt kommen. Barbara, Schattenhieb. Ganze drei, okay. Hey. Aua, ein gegnerischer Angriff. Das war klar. Was soll das? Böser Ding. Böses Ding. Böses Ding. Ein Schattenhieb. Müsste reichen. Pam. Das hat wehgetan. Wieder zwei. Ja, wir machen das jetzt hier ein bisschen schnell. Wieder ein exekutierischer Angriff. Oh. Da sehe ich Maxi Beam als Vorteil. Zu schnell. Komm, das bringt trotzdem 5. Yes, baby. So, Barbara. Schatten. Ach, schade, daneben. Und krieg ein Herz, nein. Ah, schon wieder daneben. Okay, nochmal ein Erdbeben. Müsste reichen. Dann machen wir es halt die ganze Zeit so, bis... Das Baby, ein weiterer Erdbeben. Zack. Nochmal ganze 4 Sternenpunkte. Alter. Das Baby, der ist schon mal erledigt. Der hat 20 wieder ein Herz bekommen. Ach, der bringt ja nichts. Ups. Ups, habe ich vergessen.
Auch nichts. Shit, habe ich vergessen. Ich hätte springen müssen. Ah, krieg ich einen Schadenpunkt dafür. So, das war's. So, der ist auch erledigt. So, wir machen die erstmal auf. Au. Okay. Ich sehe, wo euer Problem ist, Mans. Das hat erwischt, das hat erwischt. So ein Erdbeben reicht doch mal und dann ist vorbei. Irgendwie geht das schnell. Oh. Und wir haben schon die 30 Minuten erreicht. Och, schon so schnell. Ja, wenn man. Oh, Münzen. So. Okay, das sieht mir nach einem einfachen Rätsel aus. So, einfach schieben bis hierhin. Und wir verschwinden von unten. Du und Barbaras Fähigkeiten. Und dann sind wir hier. Oh, cool. So. Oh, eine Insigne und ein Safe. Was wird uns hier erwarten? Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und vergesst das Kommentieren und Like und Bewerten dieses Videos nicht. Bis dann und ciao, Leute.